Herzlich willkommen zu einem Far Cry 4 Folge Let's Play von Drandubaki. Ich bin euer Drandubaki und wir spielen mal eine Runde weiter. Far Cry 4 Kyrat, ja, das ist unsere Insel, auf der wir sind. Yalong ist ein Dämon aus der kiratischen Mythologie. Ah, sehr gut. Festungen sind stark bewacht. Elite-Außenposten, die von Yuma, Nora und so weiter. Ja. Interessante Sachen. So. Wir haben recht spät. 23.25 Uhr bei mir ist es jetzt. Und wir machen jetzt aber trotzdem noch ein kleines Let's Play von Far Cry 4. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier einfach zu leise rede oder ob ich wirklich gut bin. Ich hoffe mal, dass es gut ist. Ja, wo waren wir das letzte Mal bei Far Cry 4? Gute Frage. Ich muss mich auch zuerst mal wieder orientieren. Was, wie, wo, was, wo, wie? Und ich wiederhole mich. Ja. Irgendwie finden wir dann schon zu unserem Weg. Anscheinend kann man erst Koop-Missionen starten oder Koop spielen, wenn man den ersten Außenposten eingenommen hat. Könnt ihr mir die Kommentare unten hinschreiben, wenn das so richtig ist oder ob das einfach totaler Blödsinn ist. Zeigt mir mal die Map. Ich bin jetzt hier. Was mache ich denn jetzt hier? Zufluchtsfahrzeuge. Ah, was ist denn das da? Propagandaposten. Manni Müller, dreh diese Manni Müller um eine größere Karma-Belohnung. Ja, wir gehen mal, ich würde mal sagen, diesen Sendeturm. Wir gehen mal zum Longinus. Denke ich mal, das wird nicht falsch sein. Hier wird irgendwo geschossen. Ja, das sind Freunde. Sehr gut. So. So lange habe ich zwar das Spiel nicht gespielt, aber ich weiß trotzdem nicht mehr ganz genau, wie, was, wo. Mit was nennt man schon mal da die Y? Genau. Oh, ich sehe hier jetzt nichts. Gut, stellen wir die Kamera weg. Das sind Tiere. So. Ich weiß ja nicht, wo die schießen. Ich höre es nur schießen. Huhn. Okay, dann renn mal weg. Da passiert. Scheiße. Ein Adler! Vorsicht! Nein! Hilf mir! Bitte! Nein! Ach Mist! Ich wollte eigentlich mit dir reden. Oh je, ist ja mühsam, wenn man. Anti-Baby-Pille. Brauche ich da. Beutetasche fast voll. Anti-Baby-Pillen. Brauche ich natürlich. Ich habe wieder aus Versehen den anderen attackiert. Altes Geld. Bitte, tut's nicht. Ich mach doch gar nichts, Mensch.
War ein Außersehen. So, hat aufgehört zu schießen. So, wir gehen jetzt zum L. Mal schauen, was passiert. Ah. Wo? Ist das nur einer? Ich versuch. Komm, ich versuch mal. Hey, ich habe ihn getroffen. Wahnsinn! Wo ist er denn jetzt? Ja, das habe ich gesehen. Weiß ja nicht. Mensch, geht halt aus dem Weg. Au! Super. Ey, ist ja gut. Lass mich jetzt. Leute! Nimmt's mir mal von mir weg, hey! Ist es weg? Alter Schwede! Dann geht weg! Lass mich doch jetzt in Ruhe, du blödes Nashorn. Ah, oh, Mann, oh. Bring mal das Nashorn um, hey. Drecksvieh. Maxi-Binde, ja, juhu. Oh je, meine. Sammlung, ja. Mhm. Okay. Aber ich frage mich jetzt gerade, wie ich meine Waffen ändern kann. Gar nicht, weil ich wahrscheinlich nur Bogen habe. Fähigkeiten, naja. Fortschritt, nein. Taktik. So, das Nashorn ist weg. So.
tatsächlich eine andere Fass, eine andere. Oh, da war ein Bug. Entspann dich, der goldene Pfad hat dieses Gebiet unter Kontrolle. Ist das schon wieder ein Nashorn? Hey! Nun ja, wir gehen weiter da. Oh. Da drüben habe ich was Rotes gesehen. Ach nee, ja. Ich dachte, das sei jetzt hier ein Bösewicht dabei. Es ist nur eine Pflanze, die ich selbstverständlich zurück. Mitnehmen. Nein, da ist schon wieder das Nashorn. Weg. Geh weg. So. Streichholz, juhu. Unglaublich. Natürlich das genau das, was ich brauche. Okay. Meine liebste Tochter, Tara, ich wollte dir noch schnell schreiben, wo dein erster Einsatz im Außenposten Kilani Bazaar beginnt. Ich bin so stolz auf dich, deine Mutter auch irgendwo tief unter ihren Angst. Du sollst dir bewusst sein, dass dein Lebensziel nicht darin besteht, unseres zu erfüllen. Ich werde aus diesem Anlass eine neue Ladung Raxi brennen und sie stolzer Vater nennen. Sag deinen Kameraden vom Goldenen Pfad, dass der alte Isha euch bald mehr als genug davon schicken wird. Dein Vater. So, hier haben wir... Ja, schmeiß doch die Granate weg. Warum auch aufnehmen, nicht wahr? Das ist ja altmodisch, man kickt sie lieber in der Gegend. Sag mal, hau ab. Hau ab. Bleib ja da, wo du bist. Longinus, meine Freunde. Longinus hat den goldenen Pfad großzügig mit Waffen ausgestattet. Also haben wir ihm eines der Gebäude hier auf dem Trainingsgelände überlassen. Bitte seid ihm gegenüber höflich und respektvoll und scheut euch nicht, ihn nach Tipps zu fragen. Ich habe gesehen, wie er Waffen auseinandernimmt und reinigt. Er kennt sich wirklich gut damit aus. Amita. Kennt er sich auch aus, wie man von Krokodilen... wie man von... Na, sag's mir. Wie man da von... so großen Nashörnern davon kommt. Wurfmesser. Kann ich nicht nehmen, ja. Ist okay. Irgendwo da ist eine Schatztruhe. Ah, da haben wir ja was. Voll! Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Dann werden wir mal da schauen, was wir da fortschmeißen können. Eigentlich gar nichts, gibt alles irgendwie Geld. Oh Mist. Geld, das ist natürlich... Ja, hallo. Geld ist ein gutes Stichwort, wir nehmen alles mit, was Geld gibt. Ja, bring's doch zu Ende jetzt. So. Ein Adler, ja. Jetzt bin ich einmal sicher um das Haus rumgelaufen. Und diese Tür geht auf. So, wir wollen mal schauen, was da jetzt passiert. Willkommen, ich bin Longinus. Und du? Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche.
Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier, das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger Sabah, hier sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, Scheiße. Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Ja, yeah, du bist ganz, ganz normal. Es steht jetzt eine Handpistole zur Verfügung. Vorsicht, ein Adler greift an! Ja, dann lass den Adler mal angreifen. Fähigkeit erforschen. Ah ja, jetzt habe ich hier sowas. Sehr gut. 700 Meter! Bis zum Ziel, na, da... Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Ja, ich bin kein Experte im Squadfahren. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Hast du jetzt davon? Okay, der brennt. Wow, da läuft ja die Zeit runter. Wow, Pressierung. Beeilung, meine ich. Habe ich erst jetzt gesehen. Wow. So, mit der Zeit kriege ich es wirklich raus, wie man mit dem Teil fährt. Ups, Entschuldigung. Ich hab's aber brisant. So, langsam geht's wirklich. Wow. So, aus dem Weg. Los, gib Gas. 4 Minuten noch. Für ungefähr 200 Meter.
Wow! What the fuck? Wow! Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt! Bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Okay, ich soll in der Deckung bleiben und retten, was ich retten kann. Ne, wie war das? So. Säubere das Dorf. Lass mich. Okay, die rennen. Dann kommen wir mal von oben. Da haben wir schon mal einen. Ein Stiller! So. Kopfschuss. Dicker, lass mich in Ruhe. Was besiegt die Verstärkung oder was? Wow, Digga, lass mich.
Nein! 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 Das darf nicht wahr sein! Der Takedown wurde nicht ausgelöst. Das ist das Problem. Wenn der Takedown losgegangen wäre, dann wäre das Ganze anders ausgegangen. Ah, nee. Nee, bitte nicht. Ah, nee. Oh, das nervt mich jetzt. Nein, 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 nein. Komm, mach schon. Wirklich noobhaft habe ich mich jetzt dargestellt. Oh, nee. Leute, ach nee, tut mir das nicht an. Ah. Endlich mal war Action in einem Let's Play Video von mir und dann sowas. Besiegt die Verstärkung. Machen wir am besten mit Molotow-Cocktails. Bist du? So. Ich sehe Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Okay, weiter geht's. Scheiße! Du wirst jetzt und hier sterben! Bleib mal stehen. So. So geht das. So, was muss ich denn jetzt hier tun? Muss ich finde einen Weg in das Gebäude. Ja. Also, nee, ich wollte eigentlich hier hoch. Was? What the? So, finde einen Weg in das Haus rein. Was? Hey! Oh nee, Mann, oh. Da komme ich auch nicht durch, Mann! Hier hoch. Irgendwie kommen wir schon in das Haus rein.
Wow! Ja, würde ich auch mal sagen. Komme ich nicht hier rein? Sag mal, hallo? Badra! Badra, wo bist du? Hallo? So, gehen wir mal. Super. Das hätte ich natürlich nicht besser machen können. Oh. Da liegt wer. Nein! Nein, die Kleine ist verletzt. Nein! Raus mit dir, los! Boah. Komm schon. Steh auf. Steh auf. Komm schon. Ich bin okay. Ah. Okay, sie sind da. Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk. Okay? Danke. Ja, kein Problem. Ich helfe dir gern, Süße. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Machen wir, ja. Schatz Gottes. Ja, irgendwie ist sie mit ihrer rebellischen Art schon irgendwie sympathisch. Zurück zum Absender. Ja, da gehen wir gleich hin. Jetzt gehen wir zuerst mal einen Shop aufsuchen. Als hätte Paga nicht bereits genug verbrochen. Und zwar haben wir, ja. Wo haben wir den Shop? Ich will gerne Sachen verkaufen. Da. Ihr müsst reden. Was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht. Und Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Ja, neue Waffe. Jagdbogen, okay. Verkaufen zuerst mal. Schnellverkauf. Ja, wir verkaufen alles. Grüne Blätter. Hm, wieso verkaufst du das nicht? Oh. Oh, oh, naja. Jetzt habe ich was verkauft, was ich eigentlich nicht hätte verkaufen sollen. Nun ja. Munition nachfüllen. Ja, wir haben ja genug Geld. Waffe kaufen. Heilspritzen. Kaufen wir auch mal wieder. Körperpanzerung wäre nicht mal schlecht, wenn man das hätte. Schützenhilfe Marco. Ne, brauchen wir nicht. Schützenhilfe Upgrade. Kann ich ja alles nicht. Gar nicht. Ne. Seitenwaffen. Ja, die Scorpion, die ist nicht mal so schlecht. Waffen. Tja, die AK. 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 Fuck. Nein. Der Pfeilbogen ist ja eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also. Jagdbogen. Auswählen. Da hast du ihn ja schon. So, rups, rein mit dir. Okay. Was bist du denn für einer? Und ein bisschen besserer.
Zweihändiger Bogen. Finde diese Waffe bei den Leichen von Gegnern, um die kostenlos zu erhalten, oder kauf sie jetzt. Nein, wir kaufen sie jetzt nicht. Wir. Minen. Munition voll. Das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität okay. haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Machen wir. Geiseln, so. Ja. Wir müssen. Wo müssen wir denn hin? 808 Meter. Och Gott. Da werden wir zuerst mal. Erreicht das Berg hoch. Bergdorf. Das stärkt nur unsere Entschlossenheit. Der goldene Pfad wird immer weiter kämpfen, solange Pagan. Gut, das werden wir noch machen und dann wäre es fertig mit dem Let's Play. Und zwar. Können wir uns hier abseilen? Doch können wir. Ha! Here we go! Ja. Scheiße! Das war zu hoch! Dies war zu hoch! Wenn man einmal losgelassen hat, ne? Dann fliegt man. Und kann man es nicht mehr retour machen. Wie im richtigen Leben auch. Im falschen Moment loslassen und man ist tot. So. Mal schauen, habe ich jetzt. Da. Habe ich jetzt mein. Nee, das darf ich nochmal machen. Gut, also wir suchen nochmal eine. Dafür müssen sie so, wir müssen nochmal alles verkaufen. Nochmal das gleiche. Bruder, wir müssen reden. Bruder. Was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln. Die Geiseln befreien, ja. Pfeile, 10 Stück. Okay, und C4-Ladung. Verkaufen. Natürlich verkaufen wir alles, was wir können. Und ja, jetzt haben wir das grüne. Nein. Das grüne Blatt noch? Ha! Ich freue mich! So, Herstellung. Waffengurt. Ja, das wäre. Wurfgeschütz, Sprengstoff, Schwermunition, Köcher. Wie kann man denn hier Spritzen herstellen? Hier kann man nur Ausrüstungen machen. Fähigkeiten. Hab keine Punkte! Okay, Leute. Wo geht's hier wieder raus? Hier. Hier geht's raus. Ach komm jetzt. Mach ich! Wie, der Gleitschirm war vorhin noch nicht da. So, wir nehmen wieder die Seilbahn, aber diesmal lassen wir nicht zu früh los. Sondern. Muss ich überhaupt loslassen? Ja, gut, ist schon ein bisschen besser, wenn man loslässt. So, schaut mal her. Ach, die Squads. Ich werde sie noch eines Tages lieben, aber zurzeit nicht. Die Lenkung ist einfach so extrem schwer. Sehr schwer nicht, aber. Seht ihr? So, komm jetzt. Noch 400 von 800 auf 400. So, komm. Wir befreien die Geiseln.
Geiselbefreiung auf Kyra. Ei, die scharfen Kurven. Na Leute, jetzt geht's doch langsam. Kaum sage ich was, funktioniert schon wieder nicht mehr. So, aber jetzt. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Jetzt haben wir ein Flugzeug. Was will ich denn hier? Ja, bleib mal stehen. Ah, da oben. Ich würde ja jetzt gern mal ein bisschen Spionage betreiben. Aber von hier aus. Von hier aus geht's. Ah, falsche Taste. So, wir nehmen den Pfeilbogen. Komm schon, Junge. Komm schon. Mann, der bewegt sich zu sehr. Kopfschuss, tja, sehr schön. Entweder sitzt du oder sitzt nicht. Hey, hey! Die werden nichts zu tun, um hier zu halten. Was soll hier noch machen? Tag! Stirb schon! Ich klettere runter. Gib mir Deckung! Okay! Ich werde jedem meiner Kinder ein Stück von mir geben! Gib mir Deckung! Er ist verschwunden! Shit, nicht getroffen. Ah, ich schneide dich lebendig in Stücke! Terminiert die Geisel! Scheiße! Gib mir Deckung! Ich werde ihn mir holen! Vernichtet sie! Hey, nein! Verdammt! Mann, das kann doch nicht so schwer sein, hey! Das ist erstmal der Anfang vom Spiel, ey. Das kann's doch nicht sein, dass ich da schon so extreme Schwierigkeiten habe. Ah, was mache ich denn falsch? Nur weil ich den einen verschossen habe. Oh, 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 oh.
Das müssen wir besser koordinieren. Unglaublich. Wir wissen jetzt zumindest, es gibt mehr als nur zwei. So, okay. Oh, bin ich denn jetzt? Wie muss ich denn? Kann ich denn da nicht hochklettern? Doch, ja. Hallo, ich würde gerne. Ah, da oben. So. Ich habe keine Ahnung, was mich hier oben erwartet. Ah, so. So. So, wo sind sie? Na, komm jetzt nicht rum. Ja, ist ja gut jetzt. Hoch mit dir. Willst du jetzt mir sagen, dass du in der Hocke hier nicht hochkommst, oder was? Aha, jetzt kommen wir von oben her. So, irgendwo ist noch einer. Sagt mal, hey. So, irgendwo ist noch einer, das weiß ich. Einen schwer bewaffneten. Also ein schwerer. So, irgendwo haben wir noch einen. Drei haben wir bis jetzt. Glaube ich, im Ganzen waren es vier vorhin. Yep, genau da. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, ey. Nur weil ich die falsche Taste gedrückt habe, kann's nicht sein, Leute. Nee, echt, 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 echt nicht. Jetzt werde ich langsam aber sauer. Töte die Wachen und rette mindestens zwei Geiseln. Ja, super. Ich werde wirklich sauer.
Okay, letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir das nächste Mal versuchen. Aber das kann es nicht sein, dass ich so Probleme habe. Nee, nee, nee. Unakzeptabel, mein Let's Play, was ich heute hier zutage bringe. Das kann es wirklich nicht sein. Nee, nee, okay. Leute, weiter geht's. Ach, hier unten gibt's auch noch Leute hin. Nee. So, einer. Weit weg. Zu weit weg. Sie sind beide zu weit weg. Sobald es rot wird, wäre gut. Solange es nicht rot ist, bringt mir das nichts. So, hier oben haben wir noch einen schweren. Aber hier irgendwo schleicht doch noch einer rum. Alter. So, seht ihr, jetzt ist rot und jetzt sollte er eigentlich dann auch gehen. Wenn der. Einfach weiter atmen. Und auf deinen Hund. Papi, wer ist hier? Tötet die Geiseln. Da, jetzt da oben. Weiterschießen. Nimm nachlassen. Mann! Beilung! Ihr Lutschen, ihr habt keine Chance! Das gibt's nicht, Leute! Echt nicht! Gibt's wirklich nicht, hey. Nee, 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 echt nicht. Leute, ich gebe auf für heute. Das gibt's nicht. Letztes Mal, hey. 50 Minuten sind wir hier jetzt schon in einem Let's Play und ich schaffe nicht mal das Einfachste vom Einfachsten. Nee, das gibt's echt nicht. Ich könnte heulen. Unglaublich. Mann, 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 Mann. Wirklich, letzter Versuch. Und dann ist Schluss mit Let's Play. Dann ist Schluss mit Aufnahme. Dann, ich kann nicht mehr. Ohne Scheiße. Das gibt's nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Stelle ich mich wirklich so echt noobhaft vor, an, wie ich das jetzt sehe, oder... Gibt's nicht.
Einfach weiter atmen und auf deinen Moment warten. Alles geht vorüber. Seid wachsam, ich gehe runter. Einfach weiter atmen. Mensch, wer ist welcher? Auf deinen Moment warten. Nächstes Mal sollten wir jemanden führen, der tatsächlich was wert ist. Behalte das Geld. Ich hab lieber meinen Spaß. Hilfe kommt! Hilfe kommt! Jetzt schaffen wir es aber, Leute. Wenn nicht jetzt, wann dann? Bleib stehen, du blöde Sau, du. Hey, hol es mir! Geht vorüber! Es ist weg! Es ist aufbar! Für meinen König zu sterben! Die Geiseln sind sicher, Sabat. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war sein. Geschafft, Abend, Leute, geschafft! Um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Geschafft, Leute. Unglaublich. Vier Geiseln habe ich befolgt, Leute. Nee, aber wenn du dem goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Schade. Eine Geisel war, glaube ich. Eine Geisel, glaube ich. Oder? Ja. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? Le Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit Le Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tut nichts. Nimm das für unsere Rettung. Hol ich denn jetzt noch eine? Ja. Übergriff. Bitte, nimm das als Dank. Noch jemand? 1, 2, 3. Nee, war's. So, jetzt brauchen wir ein Fahrzeug. Oder nee, wir machen schnell eine Schatzsuche. Ein Glück, dass ich noch lebe. Ja, Leute, ich weiß, wo der Schatz ist. Nee, eigentlich. AJ, AJ, AJ. Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Dass ich noch lebe. Alter, nee, ich hab die. Ah, shit. Komm, also. Ich hab die Truhe gefunden. Wunderkerzen, juhu. Was hab ich hier? Keine Ahnung. Geld. So,
Leute, ich möchte jetzt Pause machen. Nee, Feierabend. Ach, es wird gleich so spannend. Kommt, den Außenposten noch. Was meint ihr? Machen wir den Außenposten noch? Ja, komm, ein Außenposten reicht noch. Der liegt noch drin, oder? Ich habe keine Zeit ablauf in dem Sinn. Von dem her ist es gar nicht mehr so schlimm. Schon wieder Wunderkerzen. Ja, komm doch, wir machen den Außenposten noch. Mit dem Fahrzeug, das da unten steht. Mit dem Handkarren, ja, genau. Nein, Quatsch. Wo ist es denn? Wo steht es da? So, Auto hier. So, den Außenposten machen wir noch. Schaut, dass ich jetzt kein Navi gehört. Ja, meine Güte, liebe Leute, ich entferne mich ja. Schaut, dass ich jetzt kein Navi-Gerät habe. Dann wüsste ich, wohin dass ich fahren müsste. Hier ist ein Flugzeug, übrigens. Da. Achtung, Baum. Nein, das war die Bremse. Fahre ich hier richtig? Zeig mal, kann ich hier nicht einfach einen Navi-Punkt machen? Doch, kann ich. Leute! Okay, 200 Meter bis zum Außenposten. Wo fahrt ihr hin? So, also den Außenposten machen wir noch. Dann haben wir eine Stunde aufgenommen. Ihr werdet es mir danken. So. Also zumindest versuchen wir es einmal. Was? Außenposten. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen. Befreist du einen Außenposten ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen XP jeder. Befreite Außenposten schaltet eine neue Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Okay. Also das heißt, lautlos zu Gange. Säubere den Außenposten. Mache ich. Pfeile habe ich. Na, Pfeile will ich. Dann machen wir mal Y und schauen mal, was wir hier alles sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich habe mal 5 gezählt. Wie viel habt ihr gezählt? Sechs, sieben. Ich weiß, wie ich es mache. Ich werfe hier einen Köter. Zerstör Käfige, um gefangene Tiere zu beilen und Gegner abzulenken.
Wie zerstöre ich das? Haben wir den Alarm? Du kommst hier wieder mit Sachen, wo man einfach nicht versteht. Meine Güte. Jetzt bin ich dann einmal um das ganze Gehege rumgelaufen. Wie zerstöre ich ein Gehege? Wer kommt? Jemand hat einen Alarm ausgelöst. Gefällt mir nicht. Daneben, aber jetzt. Ja, wo habe ich dich denn getroffen, ey? Sag mal, wieso triff ich den nicht? Na also. Haben wir den Elefanten schon oder lebt er noch? Nein, oder? Oh, ich dachte schon, hey, ich wäre jetzt auch tot. Okay, wir haben den Außenposten und damit würde ich sagen, das war's endlich. Lange Folge war's. Eine sehr lange Folge, aber viel Action. Eieiei. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ.
Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Boah, mir schaut's hin. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen. Oder etwas Großes zu erreichen. Boah. Also ich muss sagen, die Kraft. Hast du den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Akt 1 beendet. Wow, das war wirklich eine Riesensache heute. Unglaublich. Über eine Stunde haben wir jetzt aufgenommen. Tut mir leid, dass ihr leider so lange schauen müsst. Aber es war jetzt wirklich... So, wir können jetzt Koop... So, wir haben den Koop-Modus jetzt freigeschalten und wir werden jetzt noch schnell die Fähigkeiten... Wir haben zwei Punkte. Wir werden jetzt noch die beim Sprint nachladen. Beute Takedown. Was machen wir denn jetzt? Nashornhaut. Diese Fähigkeit lernen, ja. Und die folgende Fähigkeit benötigt Beute-Takedown. Okay, ich habe mir bewegliches Zielen, ja. Machen wir. So. Okay, Leute, wirklich, jetzt endgültig Feierabend. Das war's. Wie es weitergeht, schauen wir morgen. Oder das nächste Mal, sage ich mal so. Ja. Ich speichere jetzt. Kann ich über... Ja, speichern kann ich. Prima. Speichern wir, damit gespeichert wurde. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich und ich hoffe, das nächste Mal seid ihr auch wieder dabei. Brandenburgische Grüße an euch. Spielt weiterhin fair und gerecht. Und dann ist die Welt ganz in Ordnung. Ciao.